Ja, Leute, willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Wie ich ja angekündigt hatte, diese Woche wird es mal ein kleines Comeback einiger Formate geben und dann auch Worte von mir, weshalb sie nicht mehr so oft vorkamen und also wieso sie nicht mehr so oft kamen und ja, was da noch für Zukunftspläne jetzt herrschen könnten. Gerade weil ich jetzt YouTube passiver machen möchte und jetzt da tatsächlich wirklich dieses Argument, sage ich jetzt mal, tatsächlich, wie sagt man, kräftet im Sinne von, ich habe weniger Zeit und alles. Okay, die werden schon transportiert vom letzten Stream noch in hier in den Sauropoden-Bereich. Gerade weil das jetzt mehr kräftet, ist halt die Sache wirklich die, dass ich halt mir überlegt habe, ich werde jetzt mal nochmal so ein paar zurück, also Comeback. So ein paar Spiele quasi bringen, die ich früher gebracht habe und werde halt hoffen, dass ihr da irgendwie mir schreiben oder sagen könnt, wie ihr euch vorstellen könntet, dass man sowas am besten nochmal in Zukunft bringen kann. Aber eben ohne großen Zeitaufwand. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich direkt vorhatte hier in diesem Spinoraptor-Gehege. Ich denke, dass sich sowas in der Art vielleicht sogar ein Stream mehr lohnen würde. Das ist eben so eine Sache, die mich echt interessieren würde, weil gerade weil ihr mir damals immer aktiv schreiben konntet, was ihr jetzt sehen wollt und ich jetzt auf mich allein gestellt bin, bin ich da auch relativ offen, ob man nicht sowas, also wie Evolution, gerade wenn man hier diesen Park, sage ich jetzt mal, fertig bauen möchte, das ist ja eigentlich mein einziges Ziel noch, was ich hatte, in einem Stream machen sollte. Wisst ihr, das fertig bauen hier. Nee, weil das ist wirklich so eine Sache. Das ist ja eigentlich wirklich mein einziges Ziel noch gewesen. Hier diesen Park fertig bauen, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt. Das war wirklich noch eins meiner Ziele und haben wir halt bisher nicht, also habe ich bisher ja nicht wirklich machen können. Und genau, das war auch mein einziges Ziel noch so wirklich. Deswegen habe ich es auch nicht mehr gebracht, weil neue Sachen gab es sonst nicht mehr wirklich neuen, coolen Inhalt. Und deswegen weiß ich nicht, ob das euch überhaupt noch interessiert hätte. Und Modded habe ich das Spiel sowieso nicht. Und will ich auch eigentlich gar nicht. Da gibt es genügend andere, die das machen und da wäre ich jetzt außerdem auch viel zu spät, wisst ihr. Das hätte sich ja gar nicht gelohnt. Naja, was wir nur noch machen können, wir können, wie gesagt, diesen Park fertig bauen. Das wird sich noch für mich lohnen, denke ich, oder hätte eine Daseinsberechtigung. Und dann über Evolution 2 so ein bisschen diskutieren, was da quasi Neues kommt. Ich meine, hier wirklich Evolution 1 war jetzt wirklich kein tolles, krankes Builder-Game. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es sieht schön aus, du hast eine schöne Sauriervielfalt, auch wenn sie alle für die gleichen Animationen haben und Aspekte. Aber die Freiheiten im Bauen waren früher noch geringer, sind natürlich jetzt weniger, aber sind weiterhin gering. Und genau deshalb bin ich da auch sehr gespannt auf Evolution 2, gerade wenn man hört, was da jetzt alles so angekündigt wurde. Dennoch ist halt leider ein Faktor oder ein Fakt, dass es noch dauern wird, bis wir das, sag ich mal, experience dürfen. Gut, mein heutiger Plan wäre gewesen, das, was ich jetzt eigentlich schon seit längerem mal machen wollte, und wir gucken, ob das gescheit hinhaut, und zwar hier so eine Art Gallimimus Valley zu erstellen. Also wirklich so ein Gehege hier an den Hotels entlang. Auch ruhig mit diesem Berg hier. Ich bin überlegen, soll ich den so steil lassen? Sieht ein bisschen komisch aus, wenn er so steil ist. Aber ich möchte schon ein bisschen. Ich möchte schon ein bisschen bergig haben. Und wenn ich jetzt hier zu viel mache, wird es sonst genau abgeflacht. Ich will es halt ein bisschen kletten, dass es nicht allzu bescheuert aussieht. Aber prinzipiell wollte ich hier so eine Art Gallimimus Valley erstellen. Und genau, dann. Also, ich meine, alle Kreaturen werden wir sowieso nicht hier schaffen zu bauen. Das ist, glaube ich, klar. Aber viele wäre das Ziel. Und ich denke, das wäre machbar. Können Gullys hier entlang gehen, ist die Frage. Zählt das Gehege hier als nicht zugebaut? Das müsste ich mal testen. Das müsste ich tatsächlich mal testen. Weil das wäre dann eigentlich mein Ziel sogar, dass es vielleicht, dass man hier vielleicht direkt. Wartet mal, ich baue jetzt erstmal hier, wo es gerade ist, an der Straße gerade entlang. Zack. Hallo? So. Also ich glaube nämlich. Okay, warte mal. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ob das jetzt hier dann. Ich glaube aber schon, dass der hier rausrennen kann. Aber es würde mich interessieren, ob man hier es irgendwie geschickt machen kann, dass die Gullys trotzdem denken, dass sie eingefangen sind. Weil hier möchte ich, wie gesagt, zum Valley erstellen.
Die Kurven sind hart. Die Kurven sind hart. Oh, das ging ja enger, aber... Mei, man muss sich mit dem zufrieden geben. Ihr seht selber gerade hier, intensives Building. Wo ist das hier verbaut? Intensives Building. Das ist jetzt nicht, es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber es ginge besser. Ich möchte es wirklich so knapp wie möglich eben hier am Gehweg entlang bauen. Das müssen wir hier anfangen. Ja, es ist jetzt nahezu gleich. Ah, es verbaut, echt jetzt. Das ist mir eigentlich zu nah dran, aber können wir jetzt nicht ändern. Das wollen wir nicht so. Ich meine, ihr schaut jetzt basically mir hier nur zu, wie ich baue. Und das ist genau das, wo ich gehört habe, dass es einige nicht so interessiert hat. Gleichzeitig verstehe ich nicht so ganz, wie es manche interessieren kann, irgendwelche Mod-Kreaturen anzugucken. Also da bin ich ganz ehrlich, das finde ich teilweise auch todeslangweilig. Aber klar, da gehen wohl die Meinungen auseinander. Weil, ich meine, designtechnisch sind die Mod-Kreaturen natürlich schon irgendwo einzigartig. Aber animationstechnisch ist es das gleiche wie zuvor so. Wisst ihr, das sind genau irgendwelche Kreaturen, die wir davor schon hatten. Und mit anderen Aussehen einfach nur. Und wisst ihr, das ist halt... Da verstehe ich das auch nicht so ganz, da bin ich ganz ehrlich. Wisst ihr, was mir gerade eigentlich auffällt? Wie wäre es eigentlich damit, wenn wir schon mal ein paar Gullies breeden? Ja, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Gullies und Struzimius und alles. Ich meine, das kann man ja auf jeden Fall... Das muss man jetzt nicht die Folge alles machen, aber... Warte mal, wo ist der Gully? G, wie Gully. Da ist er. Erstmal standardfarbenen. Die Stats sind mir tatsächlich bei denen jetzt eigentlich relativ egal. Habitat. Ich glaube, da können wir sie bei Standard lassen. Ich denke, das wird groß genug sein. Ich glaube, da müssen wir nichts ändern. Ja, obwohl. Vielleicht müsste ich. Ich mache vielleicht ein bisschen mehr Grasland rein. Die Stats sind mir tatsächlich bei denen jetzt eigentlich relativ egal. Das machen wir rein. Dann machen wir jetzt ein paar Gullies. Ich mache jetzt einfach ein paar random Farben. Komm, hier. Regenwaldmuster war immer ganz cool. Ja, ist jetzt leider nicht groß was Besonderes hier, was wir machen. Aber wie gesagt, ich wollte hier eigentlich nur noch meine, wie soll ich sagen, Vision des Parks vollenden. Und das ist genau das, sage ich jetzt mal, was wir hier gerade machen. Die Vision des Parks vollenden. Und dazu gehört hier auf jeden Fall dieses Gallimimus Valley. So habe ich es mir auf jeden Fall vorgestellt. Nee. Und hier bauen wir den Zaun entlang. Ich möchte jetzt eigentlich keine Sichtplattform. Ich glaube, das ist echt nicht necessary. Also klar, der Park würde mich eigentlich forcen, sowas zu tun, weil sonst ja die Saurier-Sichtbarkeit nicht so gut ist und meine Sternebewertung nicht. Aber eigentlich ist es, glaube ich, nicht necessary. So, machen wir das jetzt einfach mal. Geht das hier noch weiter? Ginge das? Könnte ich hier eine dickere... Nee. Jetzt habe ich den Weg komplett weggehauen. Super, jetzt habe ich... Warte mal. Kann ich, wenn ich jetzt hier weiter länger baue... Ja, okay. Länger geht's nicht. Okay. So, jetzt haben wir hier das Gallimimus Valley. Schauen wir mal ganz kurz, wenn wir von hier oben gucken. Oh mein Gott, man sieht hier ja halt nichts. Man sieht halt nahezu nichts, aber... Eigentlich müsste ich hier... Warte mal... Schaut euch jetzt an, hier, der ganze Ding ist sichtbar von den Hotels aus. Ja, ja, alles gut, alles gut. Brauchen wir noch ein Feeder, interessante Feeder. Dann machen wir auf jeden Fall... Hier die Feeder hin. Und einen hinten. Dann können die sich unterschiedlich sammeln, je nachdem, wie sie gerade Bock haben. Kann ich ihn hier hinbauen, irgendwie? Ja. Sieht zwar ein bisschen kacke aus, aber mei. Ich mache jetzt mal wirklich gar keinen Wald. Mal gucken, inwiefern das funktioniert.
Hier eine Wasserstelle und gleich sieht es außenrum komplett blöd aus. Naja. Und zwar machen wir hier ein bisschen Schlamm. Schlammig. Und hauen hier. Nee, kein Küstengebiet. Hier müssen solche Pflanzen hin. So savannenmäßig. Okay, das passt da jetzt nicht so gut, aber mal. Wie sieht da eigentlich das Küstengebiet mäßig aus? Ah, so. Müssen wir auch hier ein bisschen außenrum so hauen. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir mal den Galli her und schauen uns mal an, inwiefern den das Ge... Okay, warte mal, ich bin komplett daneben. Inwiefern ihnen das Gehege gefällt. Hauen wir mal alle raus. Ich meine, das Galli-Animationszeug, das kennen wir alles. Das müssen wir jetzt hier nicht uns nochmal anschauen. Boah, wieso leckt's denn gerade so, Alter? Mein lieber Computer hier. Mai, oh mai. Aber so generell Park bauen, das fand ich schon immer ganz cool. Also es hat mich schon auch irgendwo Spaß gemacht. Aber ich habe halt gesehen, dass es einige von euch nicht so krass interessiert hat. Ich meine, manchmal interessiert einen nur die Action. Aber ich muss halt sagen, um ehrlich zu sein, hier gerade in Evolution, die Action ist da, finde ich, auch nur bedingt da, weil jede Fleischfresser hat quasi gleiches Verhalten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch... Da hast du keine, sage ich jetzt mal, Variation unter den Viechern direkt. Du guckst halt einfach nur, wer hat die besseren Stats, wer kriegt mehr Hits raus, der gewinnt. Cool, also... Da finde ich selbst die Mod-Kreaturen halt mau, also gut. Wenn die jetzt schön gemodelt sind, teilweise kann das schon nicht schlecht aussehen, aber eigentlich ist es basistechnisch immer eine Kreatur, die wir schon kennen. Also, so wie irgendwie dieser Scorpius Rex anscheinend einfach ein Indoraptor-Model nutzt, nutzen halt viele andere großen Fleischfresser, Hybridviecher, so ein Dominus Rex Grundmodel, wenn ihr versteht, was ich meine. Und der hat ja sowieso die gleichen Verhaltensweisen wie ein Rex eigentlich, und das ist halt das Langweilige. Diese ganzen verschiedenen Animationen bräuchte. Man bräuchte viel mehr verschiedene Animationen. Ich hoffe, dass da wirklich bei Evolution 2 auf sowas geachtet wird. Ich meine, wir hatten jetzt hier schon mal die 5 Sterne, aber woran würde es eigentlich gerade liegen? Die saure Bewertung ist eigentlich top. Das ist eher die Anlage. Toilettenbewertung, Spaßbewertung. Okay, es liegt einfach nur daran, dass wir jetzt hier quasi, wenn wir jetzt auf das Zeug gehen, ja, hier überall keine... Aber so habe ich den Park auch eigentlich nicht gebaut, dass ich hier irgendwo... Läden habe. Ah, okay, gut, dass ich bei dem Laden Minus mache. Ich meine, das ist eigentlich mir scheißegal mit den Einstellungen. Ich habe das, ich muss das hier, also hier geht es mir wirklich nur um die Gehegevielfalt. Also der Park muss hier nicht perfekt laufen, wisst ihr, was ich meine? Der muss wirklich nicht optimal laufen. Das ist mir hier nicht wichtig, bin ich ganz ehrlich. Es ist halt das Nervige an dem Evolution-Prinzip. Du musst tatsächlich immer an jedem Bereich, wo eben die Nachfrage hoch ist, einen Kleiderladen platzieren. Einfach dort in der Nähe. Es reicht nicht, dass hier einer ist. Er muss wirklich jetzt hier in der Nähe sein. Und das ist... Ich finde, das ist schon ein bisschen nervig. Tut mir leid, aber... Naja. Du musst halt überall Gebäude... Es ist immer das gleiche Prinzip. Naja, so, Gallis, wie geht's euch? Oh, tatsächlich, waldtechnisch reicht es denen. Ich weiß jetzt nicht, welchen Wald die jetzt hier mit einbeziehen, wahrscheinlich den äußeren, weil das Gehege hier eigentlich nicht abgeschlossen ist. Ne? Das ist hier wirklich nicht abgeschlossen. Aber sie werden nicht als wilde Tiere dargestellt. Ich meine, hier haben wir es schon abgeschlossen. Die Frage, hätten wir es hier überhaupt abschließen müssen? Eigentlich nicht. Ich meine, das ist jetzt eigentlich so ein Test wie bei auf der anderen Stelle. Wenn wir das jetzt mal hier ausprobieren, das weglassen, dass das Motel wirklich drinnen ist. Genau wie hier. Die zählen jetzt nicht als wilde Tiere. Also die würden jetzt nicht ausbrechen. Also wenn es so geht, ist natürlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, habe ich jetzt hier wirklich zwei mit den gleichen Farben? Nee, das sind schon unterschiedliche, oder? Das ist Tiger. Und das ist der normale, oder? Standard, ja. Gut. Fressen hier auf jeden Fall und fühlen sich wohl. Das ist doch schon mal gut. Das ist wirklich schön. Dann funktioniert ja das Gehege sogar so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir irgendwie nur vorgestellt, dass sie hier irgendwie so hin und her rennen. Deswegen habe ich jetzt hier unten eine Futterstelle und Wasser und hier oben, dass sie vielleicht eben so ein bisschen hin und her rennen. Aber ich weiß nicht, inwiefern das hier funktioniert. Wieso bist du jetzt ausgebrochen? Reparaturturm
Nix. Oh mein Gott, nicht Reparatur. Betäuben. Ja, jetzt machen die Reparatur und egal. Aber wieso ist denn der jetzt ausgebrochen? Geborgenheit ist einfach runtergegangen. Oder wie? Herr Triceratops. Why? Da kommt schon der Ding. Wieso? Wieso ist er auch unzufrieden? Bestand zu viel. Oh mein Gott, darauf habe ich gar nicht geachtet. Das ist kacke. Das ist natürlich kacke. Das liegt an den neuen Langhälsen, ne? Dann brauchen wir zwei neue Triceratopse. Wisst ihr was? Dann... Kein Problem. Verstanden. Ich werde einfach beide Triceratopse betäuben und zwei neue machen, die mit mehr Bestand klarkommen. Das habe ich... Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Irgendwas habe ich nicht beachtet beim Reinhauen der Kreaturen. Da, verschiedene Spezies, das müssen wir hochhauen. Habe ich das nur einmal? Okay, das gibt es nur einmalig. 6 bis 21 anstatt wie viel? 16, okay, 5 mehr. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich glaube, wir sind jetzt genau bei 2 zu viel. Dann können wir auch in der Theorie, ja doch, das machen wir auch so, 3 Triceratops reinhauen. Und noch einen standardfarbenen. Die Stats sind mir, wie gesagt, bei Dekreaturen wirklich egal. Das ist, also, nur bei coolen Fleischfressern sollte man ein bisschen drauf achten, finde ich. In dem Fall ist das jetzt nicht so schlimm. Machen wir noch 1993er Muster rein. So. Weil dann werde ich jetzt nämlich die einfach verkaufen, tatsächlich. So. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Anfrage zum So, dann ist das nämlich jetzt erledigt. Sehr schön. Nee, also, da, schreibt mir da bitte, wie ihr euch das vorstellt. Also, was ihr für Möglichkeiten seht bei Evolution. Was, wie man das weiterhin bringen könnte. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin da offen. Ich sehe die Möglichkeit bei Streams auch. Also tatsächlich glaube ich, dass das bei Streams relativ cool sein könnte. Mir ist vor allem aufgefallen, dass gerade im Stream das etwas einfacher mir fiel. Dass ich quasi im Stream besser mit euch, sage ich jetzt mal, interagieren konnte und dann direkt sagen, fragen konnte, wie, was soll ich da jetzt reinhauen. Sonst ist es wirklich so, dass ich ja hier wirklich alles auf Gefühl, Bauchgefühl fast schon mache und einfach reinhau quasi, was ich gerade habe. Ne? Und ja. So, Stutzimimus werden wir jetzt unverändert da reinhauen. Und dann sollte das passen. Wie gesagt, da schreibt ihr mir einfach am besten, wie ihr euch das vorstellt. Also ich sag so, ich habe schon weiterhin Lust noch auf das Spiel. So ist es nicht, auch wenn ich immer wieder sage, dass jetzt gesehen, also jetzt verglichen mit anderen Parkbildern, das Spiel nicht insane ist. Es ist immer noch das Jurassic-Franchise und hat auch wunderschöne Animationen, wisst ihr, und den Park zusammenbauen, da habe ich schon Lust, wisst ihr, den hier fertig bauen, das ist einfach irgendwie ein Ziel, was ich noch nie abschließen konnte. Ich meine, wir sind jetzt relativ weit gekommen, viel Platz ist hier nicht mehr, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie noch durch Quetschen in die ganzen Gehege nahezu alle Kreaturen reinzuhauen. Ich meine, wir haben natürlich den T-Rex, Spino, Indo, Indominus, allem, haben wir natürlich riesige Gehege gegeben und das sind dann natürlich dann so Punkte, wo man sagen könnte, gut, da hätte man vielleicht damals mehr darüber nachdenken müssen, aber ja, dass da so viele neue Kreaturen noch kommen, damit hat glaube ich auch jetzt nicht jeder gerechnet, ne? Naja. Wie gesagt, schreibt mir da gerne, was ihr denkt, was wir da am besten noch machen sollten und ich will jetzt die Folge nicht viel länger machen, als sie jetzt eh schon geht. Ich werde jetzt die Viecher jetzt hier noch verschieben, schauen, dass alles passt und dann, ja, bin ich eigentlich fertig mit dem Video, denke ich. Dann haben wir alles gezeigt, oder habe ich alles gezeigt, was ich zeigen wollte oder machen wollte. Und schreibt mir da gerne, ob wir sowas zukünftig nochmal machen sollten. Beziehungsweise gerade per Stream. Ich weiß noch, damals mit dem Genesis 2 Wartestream sozusagen, haben wir ja auch im Evolution etwas gespielt und das ging eigentlich relativ gut. Das ging ganz gut klar. Genau. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ach, der Moment hier. Ich meine, gerade hier beim Spinoraptor wollte ich ja auch noch irgendwas reinhauen, was nicht sterben kann. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was es war. Ich weiß nur noch, da habt ihr gemeint, irgendwie Drodons oder so dürfen es nicht sein, weil Drodons sterben und sterben an denen. Oder waren es Kompis? Kompis sterben, genau. Irgendeine kleine Kreatur habt ihr gemeint. Oder irgendeine Kreatur konnte ich reinhauen, ohne dass sie stirbt. Wie gesagt, Evolution 2, mehr Verhaltensweisen, mehr unterschiedliche Verhaltensweisen unter den Kreaturen vor allem. Und dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Na, mein lieber Giga, ne? Freut. Ah, genau, die Futterstation erstmal.
Na, mein lieber Giga, freust du dich schon, in Jurassic World 3 zu sein? Aber leider nicht in dem Design, wie du es hier bist. Ich meine, klar, hier hat er ein bisschen zu großen Kopf. Da haben sie ein bisschen übertrieben mit diesem Giga-Rotosaurus-Begriff so ungefähr. Also, es ist wirklich ein riesiger Kopf. Ist halt einfach nur, weil er vom Aufbau her relativ, ja, sogar relativ korrekt ist, der Giga in dem Spiel. Das ist krass. Also, er ist sehr länglich gebaut und da finde ich hoch. Das haben sie natürlich sehr groß gemacht. Was dann dazu für sorgt, dass er eine Länge von 15,5 Meter hat. Was halt insane ist. Naja. Gut. Wie geht's den Triceratopsen? Gut. Wir sind zufrieden. Das ist schon mal gut. Die werden betäubt. Optimal. Hauen wir noch runter. Und dann haben wir das alles erledigt. Nee, also das mit Giga, das ist einfach so ein Konzept. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Dass sie den in World 3 da wirklich so komplett anders von seinem realistischen Aussehen wirklich so komplett anders darstellen. Aber er sieht trotzdem cool irgendwo aus, muss ich schon gestehen. Da bin ich trotzdem irgendwo hyped. Wo sind die Gullies? Ah ja. Sie sind doch freigekommen. Schade. Gut, dass wir es doch noch gesehen haben, bevor die Folge endet. Aus irgendeinem Grund werden sie nicht als Gefahr dargestellt, aber tatsächlich kommen die hier leider doch frei. Hm, schade. Ich dachte, man kann da irgendwie ein bisschen cheaten, aber solange da nicht steht tatsächlich, dass man wirklich, sage ich jetzt mal, safe ist, solange da nicht steht, yo, verbaut, was weiß ich, du bist nicht safe. Etwas schade. Um ehrlich zu sein. Aber was willst du tun? Ja, jetzt sagt der Dinosaurier Bedrohung, klar. Ja, es ist tatsächlich etwas schade, aber was willst du machen, ne? Es ist das Spiel. Wir müssen leider mit dem arbeiten, was uns das Spiel gibt. Und das heißt, wir müssen. Ich meine, das hier können wir mal ausprobieren, ob sie hier freikommen. Da bin ich ganz ehrlich. Wir sind jetzt anscheinend unten entlang. Runter, raus. Aber ja. Bringen die jetzt ehrlich Menschen gerade um? Oh Gott. Der killt wirklich die Menschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Parkbewertung. Eieiei. Sie geht gerade einfach nur komplett runter. Na gut. Ich hoffe, die Struzios fühlen sich wohl. Ich habe jetzt gar nicht geguckt wegen Wald, aber das passt für die auch optimal. Das ist ja schon mal gut. Bestand, alles kein Problem. Das ist bei dem alles kein Problem. Ja, wenn wir die jetzt mal hier ein bisschen schneller betäubt hätten, dann würden wir das auch schneller wieder hier schaffen. Naja, da müssen wir einfach zukünftig einfach schauen, wenn da nochmal eine Folge kommt, ob die da ausbrechen können. Aber wahrscheinlich auch, denke ich. Ja, ist vor allem, ist er hier wieder reingerannt gerade. Ach, das ist schon schade. Das ist wirklich schade. Dass dieses Gehege wirklich verbinden muss und dass die Saurier immer Bock haben auszubrechen. Das ist wirklich schade. Das ist wirklich. Ich kann mich da nur wiederholen. Naja. Gut. Das soll es für die Folge trotzdem gewesen sein. Das war jetzt ein bisschen länger. Wir haben das Gully Valley gebaut an sich. Ja, okay, das ist das nächste Problem. Menschen denken einfach, wir können ins Gehege so easy reinspazieren. Naja, die sind auch zum Streicheln da, die Gullies. Die machen doch nichts. Ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Es ist wirklich schade, dass der ganze Zaun immer perfekt zusammengebaut sein muss, aber ich denke, da können wir nichts dran ändern. Als ob das jetzt hier als verbaut die ganze Zeit zählt, Mann. So, komm. Wenn das jetzt nicht optimal machen, ist mir auch relativ egal, tatsächlich. Das sieht jetzt nicht top aus. Ach komm, ach komm. Lasst mich in Ruhe hier mit der Bauerei. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Das ist wirklich. Das sind alles Dinge, die hoffentlich improved werden. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir das wollen. Kann ich das jetzt nicht so bauen? Echt jetzt? Mann, das ist doch. Oh, das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Och, really? Ich dachte, ich habe jetzt hier richtig schön so einen Winkel erwischt, wo ich das verknüpfen kann. Aber nee. Ich muss es tatsächlich so bauen. Naja. Letztendlich ist es immerhin hier alles eingebaut.
Ah ja, wartet mal ganz kurz. Jetzt habe ich das mit dem anderen Gehege hier verbunden. Weil ich das hier noch zubauen muss. So, mache ich das jetzt einfach. Naja, muss es halt leider alles nach Anweisungen zubauen, ne? Gut, wir haben aber unser Gully Valley. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne, wie ihr euch dieses Projekt zukünftig vorstellt. Das war jetzt wieder eine etwas längere Folge. Ich schaue, dass ich das in Zukunft kürzer halte. Beziehungsweise, vielleicht schmeiße ich das ja auch alles mal unter einem Cutter zu. Ich muss mal gucken. Da habe ich nämlich auch Gespräche gehabt schon und sollten wir mal ausprobieren, ob das bei solchen Formaten gut funktionieren kann. Das werdet ihr dann schon sehen. Das wird auch mich überraschen. Das ist alles, alles Work in Progress, sagen wir es mal so. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Das war ich, der Marcel. Ciao.